Heute erscheint das neue Buch von Simon Beckett und zwar Die Verlorenen und ich durfte es vorab lesen und möchte es euch heute gerne vorstellen. Ja, es soll um das neue Buch von Simon Beckett gehen. Vielen lieben Dank an den Rowohlt Verlag, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt. Ich habe mich riesig gefreut, es vorab zu lesen und heute eben diese Rezension hochladen zu können. Im neuen Buch Die Verlorenen geht es um Jonah Colley. Er ist Mitglied einer Spezialeinheit der Londoner Polizei und vor 10 Jahren ist sein kleiner Sohn verschwunden und seitdem liegt so ein bisschen sein Leben auch in Scherben und auch die Freundschaft zu seinem besten Kumpel Gavin ist damals zerbrochen. Und jetzt ist es so, dass Gavin ihn anruft und um Hilfe bittet und er soll zu einer alten Lagerhalle kommen. Eigentlich hat sich Jonah überlegt, so richtig habe ich da jetzt keine Lust drauf, aber irgendwie ist es so, dass Gavin wirklich sehr ernst klingt und es klingt so, als wäre es sehr, sehr wichtig und deswegen entscheidet sich Jonah eben dahin zu fahren. Das Einzige, was er allerdings an dieser Lagerhalle findet, ist die Leiche von seinem ehemaligen besten Freund sowie 3 weitere Personen, die fest in Plastikplane eingewickelt sind und scheinbar erstickt sind. Eine Person ist noch am Leben, er versucht auch, diese Frau zu retten und dann beginnt tatsächlich für ihn ein Albtraum. Ich finde, der Klappentext hört sich mega an und deswegen wollte ich das Buch auch unbedingt lesen. Natürlich auch, weil es von Simon Beckett ist und auch, weil es denn der Auftakt einer neuen Reihe ist. Und ich mir eigentlich sehr hoffe, dass es wirklich wieder eine super Reihe wird mit einem tollen Protagonisten, weil wir ja von Simon Beckett schon die David Hunter Reihe kennen und die fand ich auch super und deswegen denke ich, dass er auch hier wieder was wirklich sehr Gutes leisten kann. Und ja, ich fand, wie gesagt, die Ausgangsstory extrem interessant und ich fand auch, dass es sehr, sehr spannend angefangen hat, beziehungsweise auch spannend weitergegangen ist. Es war auch leicht gruselig, dieses ganze Setting da in dieser Lagerhalle und auch der Schreibstil war wieder super. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Ich habe es extrem schnell weggelesen. Die ganze Story war interessant und es war halt einfach wieder ein typischer Simon Beckett. Ich fand auch, dass er hier wieder einen sehr interessanteren Charakter entwickelt hat, einen sehr vielschichtigen Charakter, muss ich sagen. Genau, leider, was mich da so ein bisschen ja, gestört hat, beziehungsweise ich mir erhofft hatte, sagen wir mal, ist, dass er so ein bisschen seine Arbeit zu kurz kam. Also im Klappentext wird ja direkt erwähnt, er ist Mitglied von so einer Spezialeinheit und ich glaube, es ist eine bewaffnete Spezialeinheit und so richtig thematisiert wird das gar nicht. Weil er eben in diese Halle kommt und dann passiert etwas, wodurch er aus dem Dienst erstmal raus ist, sagen wir mal. Und genau, dann wird das halt irgendwie nie wieder richtig thematisiert und er ermittelt dann hauptsächlich alleine, um diese ganze Sache aufzuklären, was ist passiert, was ist mit meinem Kumpel passiert, hängt das eventuell damit zusammen, dass sein Kind damals verschwunden ist und all solche Sachen. Und da habe ich dann schon gedacht, auf der einen Seite cool, also weil ich finde es super, wenn Ermittler auch mal so ein bisschen nicht mit den Regeln gehen und er hat natürlich auch viele Sachen, sagen wir mal, rausgefunden, die er vielleicht nicht rausgefunden hätte, wenn er das Ganze mit der Polizei gemacht hätte. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, mich hätte es einfach interessiert, wie seine Kollegen vielleicht ihm geholfen hätten oder was sie versucht hätten. Also er hat es halt überhaupt nicht versucht, mit seinen Kollegen Kontakt aufzunehmen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass er wirklich so ein kompletter Einzelkämpfer im Endeffekt wäre oder gewesen ist, weil ich mir dachte, so mich hätte halt einfach mehr interessiert, wie einfach auch diese Spezialeinheit arbeitet, muss ich sagen. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn wirklich sehr interessant als Charakter. Und ich fand es auch interessant, dass seine Vergangenheit da wirklich mit reingespielt hat, beleuchtet worden ist. Eben dieses Verschwinden des Sohnes, weil man wirklich sehr, sehr merkt, dass das eigentlich so dieses prägende Erlebnis im Endeffekt ist, warum er jetzt der Mann ist, der er ist. Und ich fand es auch sehr gut, dass Simon Beckett uns das auch präsentiert hat in Kapiteln, die eben in der Vergangenheit gespielt haben und uns wirklich auch dieses Verschwinden, was damals passiert ist, also zumindest aus der Sicht von Jonah, dass er uns das präsentiert hat. Man weiß natürlich nicht, was jetzt wirklich passiert, warum ist er verschwunden, ne? Aber man erfährt eben das, was Jonah wusste zu dem Zeitpunkt und das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Ansonsten fand ich die Geschehnisse sehr spannend, aber auch recht komplex. Also ich habe da schon durchgeblickt, aber es waren dann immer mal wieder so neue Sachen, die dazu kamen, gerade dann auch in der Vergangenheit von seinem besten Kumpel Gavin, ein bisschen, ja, damit zusammenhängt, was mit dem Sohn passiert ist und dann kam wieder was dazu und ich fand es schon komplex, habe es aber durchaus alles mitgeschnitten
Und am Ende kam dann auch eine Wendung, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet habe, wo ich mir dann aber dachte, wenn man sich das genau überlegt, so im Rückblick, könnte man das schon ein bisschen vermuten, einfach mit diesen ganzen komplexen Informationen, die man gekriegt hat. Ich habe es jetzt nicht rausgefunden, muss ich sagen, mich hat es schon überrascht. Aber die Erklärung, warum das jetzt so ist, was am Ende passiert, ich kann euch das jetzt natürlich nicht sagen, die habe ich nicht ganz gecheckt. Also das war mir dann irgendwie zu komplex, beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht irgendwas überlesen habe. Also diese Erklärung, warum das jetzt so war wirklich und wer dahinter steckt, das war irgendwie nicht so das. Also ich habe es einfach nicht gerafft. Also es ist halt so, klar, ich habe damit nicht gerechnet, und es war schon überraschend, aber es war jetzt für mich irgendwie nicht ganz aufgeklärt. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich bin halt in der Regel kein Fan von offenen Enden. Es ist dann so, dass hier dann noch ganz am Ende etwas passiert, was dann schon leicht offen ist, was jetzt nichts mit der Erklärung zu tun hat. Das fand ich dann wieder gut, weil es halt der Anfang der Reihe ist und ich mir dann gut vorstellen kann, dass das halt nochmal thematisiert wird. Aber diese Aufklärung des Falls, die war für mich halt einfach auch nicht rund. Kann aber auch einfach an mir liegen, dass ich es nicht gerafft habe. Ich weiß es nicht genau, aber es war schon überraschend und im Großen und Ganzen hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe diesem Buch 4 Sterne gegeben. Es kommt für mich nicht ganz an die David Hunter Reihe ran, könnte sich aber eventuell noch dazu entwickeln. Also es ist halt erst der erste Band einer Reihe und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was kommt. Wie gesagt, der Charakter ist halt wirklich sehr vielschichtig, sehr interessant. Und an sich fand ich halt die ganze Story, wie es aufgebaut wird, ja, schon sehr interessant. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr kommt und ich freue mich auf jeden Fall, in der Reihe weiterzulesen. Wie ich am Anfang des Videos meinte, dieses Buch erscheint heute am 8.7. Das heißt, ab heute könnt ihr es kaufen und mich würde es sehr interessieren, habt ihr Lust, das Buch zu lesen? Habe ich euch vielleicht Lust gemacht oder habe ich euch ein bisschen abgeschreckt? Oder hattet ihr es sowieso schon längst vorbestellt oder auf der Wunschliste oder was auch immer? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Das natürlich alles ohne Spoiler, falls ihr das Buch gelesen habt und dann meine Rezension anschaut. Aber ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen und ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ja viel Spaß beim Lesen mit diesem Buch oder auch mit anderen Büchern und einen ganz schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ciao!